Die Kätzchen. Der Weidenbusch am Bache draußen hatte den Winter über gut geschlafen. Als er eines Morgens im Frühjahr aufwachte, was machte er da für Augen? Sein ganzes Haus, bis hinauf zum obersten Dachstübchen, war mit Kätzchen bevölkert. »Schreib nur gleich an deine Haustür, Heim für obdachlose Kätzchen«, sagte die Wiese zum Weidenbusch. »Aber gib Acht, dass sie von dir nicht zu mir laufen, denn ich danke für die Katzengesellschaft.« Ans Fortlaufen schien aber die Kätzchen gar nicht zu denken. Sie saßen so still und behaglich da, als wollten sie gleich anfangen zu schnurren. Der warme Sonnenschein tat ihnen gut. Was für ein schönes, weiches, silbergraues Fell sie hatten. Und so rosige Schnäuzchen. Wahrhaftig, es war eine niedliche kleine Gesellschaft. Der Weidenbusch machte sich aber doch Gedanken um sie. »Was fange ich bloß mit ihnen an?« sagte er. »Wenn doch nur einer käme und sich ein paar Kätzchen mitnehme. Vor allen Dingen will ich ihnen etwas zu trinken geben«, dachte er, holte aus seiner Speisekammer den besten Weidensaft, den er hatte, und gab ihnen den zur Stärkung. Nach ein paar Tagen schon wurde sein Wunsch erfüllt. Leute, die über die Wiese spazieren gingen, blieben am Weidenbusch stehen und sagten, »Ach, was hat der für niedliche Kätzchen! Wir wollen doch ein paar davon für die Kinder mitnehmen!« Diese Kätzchen bekamen es nun gut. Als die Mutter mit ihnen in die Stube trat, sprangen ihr die Kinder entgegen und nahmen ihr die Kätzchen aus den Armen. Sie streichelten sie und das Jüngste drückte sie an sich. Dann spielten sie mit den Kätzchen. Der Mond berichtete dem Weidenbusch am Abend, dass die Kätzchen ihm behaglich zugeblinzelt und recht zufrieden ausgesehen hätten. Da war der Weidenbusch froh. Und die Kätzchen, die bei dem Weidenbusch geblieben waren, wie ging es ihnen? Auch denen ging es nicht schlecht, wahrhaftig nicht. Denn sie wurden so gut gehalten, dass sie bald groß und dick und kugelrund wurden. In der ganzen Nachbarschaft waren sie auch schon bekannt. Man nannte sie nur die Weidenkätzchen. Aber denkt euch nur, mit der Zeit bekamen die Kätzchen eine ganz andere Farbe. Es kamen ein paar gelbe Haare heraus, nach und nach verschwand das graue Fellchen ganz und gar und die Kätzchen wurden gelb, wunderschön goldgelb. Der Weidenbusch sah das mit Freude. Seine goldgelben Kätzchen gefielen ihm fast noch besser als die silbergrauen. Und er meinte, wenn doch nur recht viel Besuch käme, dem ich meine Wunderkinder zeigen könnte. Er war sehr stolz auf sie. Wie gewünscht, so geschah es auch. Schon am nächsten Tage kamen ein paar Bienenfrauen über die Wiese geflogen. »Herr Weidenbusch, was haben Sie da für hübsche, dicke Kätzchen?« Sie setzten sich gleich zu den Katzenblütenkindern, erbaten sich ein wenig Weidenhonig von ihnen, weil sie Durst hatten, und streichelten den Kätzchen das hübsche goldene Fell. »Ei, was ist denn das?« rief der Weidenbusch ganz entsetzt. »Das Fell färbt ja ab, an ihren Kleidern hängt ja lauter Gold.« »Hm«, sprachen die Bienenfrauen, »das ist fein, das bringen wir unseren Kindern mit, die werden sich freuen.« Und sie steckten den goldenen Blütenstaub, der von den Haaren der Kätzchen kam, schleunigst in ihre Körbchen hinein. Der Weidenbusch dachte, wenn jeder Besuch das so macht, dann wird ja wohl bald von den schönen goldenen Fellchen nichts mehr übrig sein. Aber so schlimm wurde es doch nicht. Den Bienenfrauen musste der Weidenhonig wohl sehr gut schmecken, denn sie tranken ihn immer zu und waren gar nicht satt zu kriegen. »Auf Wiedersehen morgen«, riefen sie endlich. »Wird mir sehr angenehm sein«, sagte der Weidenbusch. Sie kamen wirklich wieder und brachten noch eine Menge anderer Bienenfrauen mit. Schmetterlinge und Hummeln und Käfer kamen und sie waren alle ganz entzückt und sagten, »Herr Weidenbusch, Sie sind der angesehenste Mann hier am Ort. Ihr Haus leuchtet schon von Weitem. Wie ein goldenes Märchenschloss sieht es aus.« Da strahlte der Weidenbusch vor Vergnügen.
Wenn es so ist, dann habe ich die Katzengesellschaft nicht umsonst großgezogen, meinte er.